Das ist... What the fuck? Ich habe hier angefangen. Ich musste nicht durch das ganze Haus laufen, um zu spielen. Aber heute finden wir raus, wie viel ist genug. Und damit herzlich willkommen zurück zu... Unrebel. Und wir gehen scheinbar zu einer Baustelle. Und bauen uns ein hübsches Haus. Stopp! Umredet frei, betret das! Für in die Nordmark. Sagt das Spiel uns. Okay, ich habe nur das Schild vorgelesen. Ich finde es übrigens... Ich hatte einen sehr gut geschriebenen Kommentar im letzten Part, der über die... Oh, Amayani. Über die Gefühlsduselei des Spiels philosophiert hat. Und der hat versucht hat herauszufinden, was... Wofür das alles eine Metapher ist, das Spiel. Fand ich sehr cool, den Kommentar. Und... Aber ich spiele es trotzdem weiter happy, das Spiel. Auch wenn es eigentlich ein trauriges Spiel ist, weil... Ja, ich spiele es halt auf meine Weise. Und falle um. Kann ich das Brett nehmen? Ziehen? Also ich komme da nicht hoch. Oh? Ah, Mr. Dose! I have you übersehen. Ja, schon. Könnt ihr gerne weitermachen. Finde ich schön, die Kommentare. Wo ihr darüber nachdenkt, was und welche Bedeutung das Level haben könnte. Das finde ich sehr cool. Und es schreiben auch viele, dass Unravel beim Zuschauen nicht so spannend ist. Das ist mit jedem Plattformer so. Aber trotzdem spiele ich sie gerne. Und klar, es gibt ein paar von euch, die finden es cool beim Zusehen, aber es gibt auch ein paar, die denken sich, wie zur Hölle soll man das schaffen? Davor war ein Speicherpunkt, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, da oben kann man drauf stehen, okay. Da haben wir jetzt nicht sehr viel gesehen in diesem Level, aber... Da wollte ich gar nicht hin. Ich muss da hin und her schwingen, oder? Muss da mit Schwung arbeiten. Nee, oder? Also, warte. Ach so, das ist eine Kletterwand. Ja, da geht's weiter, würde ich sagen. Ich würde mal einfach annehmen. Dass das hier so ein Bonusbereich ist. Wo wir... What? Kann man das überhaupt schaffen? Vielleicht, wenn man es am Stück macht. Wenn wir so wirklich... Ja, da bin ich schon beim ersten Mal gestorben. Ich würde gerne das Fass da unten lang schieben, aber... Das wirkt nicht nach einer Möglichkeit. Ja, so kann man es vielleicht schaffen, da durchzukommen. Aber das ist ja echt, das fängt ja echt hier richtig nice an. Mit noch mehr Atommüll. Ich habe mich am zweiten nicht festgehalten. Jetzt wird das hier Ganze noch zu Super Meat Boy hier. Frustplattformer. Fuck. Ich habe mein Seil zu spät geschossen. Wie die Fäden auch dann immer von so Säure noch so hochschießen. Finde ich gut. So, so. Also selbst wenn ich an das noch rankomme, muss ich unbedingt noch eins weiter schwingen. So, so. Warum wird mein Seil auf einmal 5 Meter länger? Wenn ich mich sonst nach unten hangel, habe ich immer so ein paar Sekunden Zeit. Manchmal bist du merkwürdig, Unravel. Ich glaube, ich möchte lieber mit Sprung vom Pass aus. Kack. Ich halte mich einfach immer fest, wenn ich schon unter einem Ring bin. Ich muss wesentlich früher denn packen, um den Schwung mitzunehmen. Ich muss eigentlich hier schon packen. Es geht nicht. Die Geschwindigkeit. Vorsichtig. Ich kann nicht schwingen auf der Höhe. Höher. Höher. So, das ist die niedrigste Höhe, auf der ich schwingen kann. Ja, toll. Und dann tippe ich einmal nach unten an. Tot. Okay.
Wir sehen uns, wenn ich es geschafft habe. Moment. Hey! Ich weiß, ich fange in der Säure an, aber ich habe die Lösung. Ich habe jetzt hier ein paar Minuten mich umgebracht, habe mal weitergeguckt, aber hier ist echt nur so eine Münze. Und... machen wir es super safe. Okay, also ich kann mich hier festbinden, dann halte ich mich an meinem eigenen Seil fest, zack, hänge ich an dem, kann mein Seil da rüber schießen und kann da langsam rüberklettern. Falsche Taste gedrückt. Aber ich bin mal bis zum dritten Ding gekommen. Ah. Ja, einfacher wäre es, wenn ich wenigstens den Sprung schaffe. Puh. So, so weit hoch wie möglich klettern. Festbinden. Festhalten. Jetzt kann ich das hier loslassen. Und jetzt kann ich... Da. Es ist echt schwer, wenn man zwei Schultertasten hat. Und gerade nicht weiß, welche man loslassen darf. Ich weiß es gerade schon wieder nicht mehr. Und rüber. Nein! 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 Egal, dann ist die Folge halt heute länger. Muss komischen Kletterparcours schaffen. So. Das ist die Taste, das ist die Taste. Rechts ist mein Wurfseil. Links ist generell festhalten. Okay. Ich bin mich jetzt einfach hier auch fest. Okay, wir haben's. Wir haben's. So, jetzt können wir hier rüber klettern. Ich hätte erst das Seil einziehen müssen und dann weiter klettern, aber egal. Wir haben es. Es zählt. So. Ja, hat mich doch nur ein paar Minuten aufgehalten. Ach, ansteigen der Schwierigkeitsgrad ist nix für mich hier. Alles easy. So, jetzt müssen wir hier rumschwingen. Hui. Mobbing. Ich weiß, dass du rausbrichst. Dumme Seilpute. Hä? Aber war da oben jetzt was? Oder war das nur just for fun? Ich hab's sogar nochmal geschafft, nach oben zu kommen. Nö, da ist nichts. Oh, okay. Okay, Fazit. Rumschwingen macht Spaß, trotzdem ein bisschen vorsichtiger und nicht einfach loslassen, weil man sich cool fühlt. Zack. Wow, 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 wow. What the fuck auch immer da gerade gehappend ist. Hey, warum ist das Seil so kurz auf einmal? Danke. Auf nach oben. Und ein Checkerle. Jawohl. Hui, hui, da drehen wir uns. Zack. Hier ist jetzt ein bisschen mehr Atommüll. Ich konzentriere mich gerade eher immer mehr aufs Spielen, statt auf was das Spiel mir gerade sagen will mit einer Welt voller Atommüll. Ich glaube, unter dem letzten Part hatte da jemand so geschrieben, dass es wahrscheinlich halt die schlechten Erinnerungen der Oma sind, die wir jetzt durchspielen. Oder dass einer ihrer Söhne eventuell halt hier gearbeitet hat. Weil wir wollen ja erfahren, warum die Oma ganz allein am Ende ist. Weil sie von einem Stein erschlagen wurde. Deswegen. Wow. Okay, Jani, das war kein guter Sprung. Er kriegt nur 2 von 5 möglichen Punkten.
Mir fällt übrigens gerade auf. Nee, da komme ich nicht hoch, oder? Schade. Okay. Jetzt wird das Spiel hier anspruchsvoll. Wie soll ich denn damit umgehen? Braucht man hier maximale Schwunglänge und so ein Schmarrn. So. So. Upsala. Ja, hier war ich durch. Ah, das war da, wo ich vorhin hochklettern wollte. Okay. Also ungefähr. Egal, wir haben eine Marke. Oh. So. Wieder weiter durch Müll, Stock und Stein. Hey! Hört auf, mit Stein nach mir zu werfen. Ach so. Die hat sich so auf die Lampe konzentriert, dass ich gerade verwirrt war, die Kamera. Kann ich den Knopf drücken? Nö. Aber ich kann durchs Fenster rein. Tschüss. Alter, Kokilaken. Mir gefällt die Physik von dem... von der Lampe hier. Oh Gott. Hungrige Laken. Ah, da ist ein Stromschalter und der leuchtet rot. Kann ich den drücken? Uiuiui. Ja, ich würde mich gerne essen, aber ich bin zu flott. Das ist jetzt mein Plan. This is my life now. Immer kurz einmal, zweimal anschieben. Und dann bemerken, dass man zu fett ist. Warum essen die Kakerlaken überhaupt eine Stofffigur auf? Geht weg! Ihr dummen Kakerlaken! Deswegen brauchen die so lange, um einen zu essen. Oh, warte, komm, häng ich mich ein bisschen ran. Whoop. Wie sie sich alle verstecken. Ja, okay, soll mir recht sein. Zack, 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 zack. So, jetzt können wir hoch. Oh, guck mal, was ist das denn? Licht! Kamera! Halt. Es sieht zwar cool aus, aber ich glaube, so hilft's eher. Oh. Licht! Oh Gott, die wollen mich essen. Jetzt schieben wir den Stuhl ganz schnell und dann klettern wir hoch. Okay. Ah, das gefällt mir mit den Kakerlaken. Das ist eine lustige Mechanik. Licht! Haha! Kann ich den bewegen? Nee, der ist fest. Kann ich die Schnur ein bisschen anziehen? Ja, kann ich. Ja, geil. Ach, Mann. Warte mal, ich muss erstmal... erstmal muss ich hier runterfallen. Zweitens... würde ich... echt gerne... wissen, ob man da weiter kann. Kann man nicht! Und deswegen darf ich den ganzen Raum nochmal neu machen. Ich bin gestolpert mit dem Runterfallen. Ah, tut mir leid. Ich
Muss man sich echt nicht so anstellen bei dem Raum. So, nochmal hoch. Nochmal schieben. Alter, das ist doch die Lampe. Nervt mich nicht. Ich will meinen Stuhl nehmen, nicht die Lampe. So, gib her. Und jetzt nochmal von der Seite ein bisschen. Zack, zack. So, jetzt wissen wir auch, dass da unten nichts ist. Ah, jetzt hat man es auch gesehen. Die Kamera. Danke. Anbinden, ziehen, anbinden, außenrum klettern. So, ich hoffe, meine Schnur reicht. Ja, da war ein Rabi. Hallo, Mr. Rabi. Timing? Geil. Bin ich hier auch sicher oder muss ich dann springen oder? Holy shit. Ich verstehe die Mechanik gerade noch nicht. Wo und wann bin ich sicher? Bin ich hier drauf sicher? Warten wir mal ab. Ja, bin ich. Schau nur, ob die immer... Ja, ist immer gleich. Ja, what the fuck? Gerade hat es 5 Minuten gedauert, bis das ankam. Scheiß Blitze, die unregelmäßig kommen. Ich wollte gerade sagen, ich mache die Schnur hier. Ups. Okay, ich muss immer sofort der Blitz... Ich muss das Timing noch rausbekommen, das ist mein... Das ist das Problem. Aber immer wenn es blitzt. Haha. Okay. Okay. Wir nähern uns einer geilen Fabrik. Ihr fragt euch sicherlich, was hat sich Zombie gedacht, als er sich gerade umgebracht hat? Ich dachte, ich hänge mich da an die rote Schnur und hey, schau unten, ob es hier irgendwelche Secrets gibt. Aber nein, gab es nicht. Fahren wir durch die Maschine einfach durch. So. So, dann können wir nämlich damit hier hochklettern und müssen nicht durch die Verdampfungsmaschine des Todes. Scusi? Ah, ich habe mich einmal da rumgewunden. Ich Dümmerchen. Es regnet, wir laufen durch eine verregnete Fabrik. Danger, danger. Danger, danger. Okay, was wollte das Spiel von mir? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich kann mich nirgends dran. Ah doch, da oben kommt ein Blümmel. Blümmeli, dümmeli, du. Hoppa da, bisschen weiter nach oben. Mein Popo hätte ich gerne. Eine Fabrikfahrt hier. Kommt mein Seil dran vorbei an dem Ding oder muss ich es jetzt einfach so lang machen wie möglich? Ah, es kommt dran vorbei. Okay.
hochkommen. Und, ach, wir müssen noch außen rumfahren. Okay. Fazit, nicht versuchen nach Dings, nach da zu lenken. Was dauert's? Da oben ist so ein Ding. Ah, da kommen wir, glaube ich, später hin. So, erstmal eine Abkürzung genommen. Ich muss jetzt eigentlich nur hier mein Seil so lang wie möglich machen. So. Und gleich mich dann hochziehen und warten, oder? Weil da drauf stehen konnte ich nicht. Nee, kann ich nicht. So. Cool. Das Zahnrad hat mich lieb. Warum kommen zwei Checkpoints direkt nacheinander? Nicht deswegen. Aua. Alter, wir haben es geholt und sind nicht gestorben. Oh. Gut, man muss auch wissen, wo man lang muss. Was bist du für eine Kindermaschine? Kindermaschine! Hallo, ich hätte dich gerne. Ein bisschen. Danke. Das macht es nämlich das Ganze einfacher, wenn ich jetzt den hier packe und hierher ziehe. Oder von da schiebe, ist mir egal. Jetzt rastet das nämlich ein. Und dann rastet die Welt aus. Nein, ich will es andersherum anwenden, bitte. Das ist nicht richtig so herum. Ich hoffe, die Maschinen sind nicht zu laut für euch. Okay, wollte nur noch ein bisschen erkunden. Hopp, 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 hopp. Hau, rock, hau, rock. Und weiter nach oben. Und noch weiter nach oben. Da kann ich auch schon jumpen. Okay, da ist das Moving Wheel of Zerstörung. Cool, ich könnte sogar bis zu dem Ding noch mal gehen können von hier aus. Ich mag das ja eigentlich. Das ist ziemlich cool, so eine Welt, die so erkundungsfreudig ist. Ich denke, das Levelende sollte bald kommen. Auch wenn ich da oben noch mal das Papier von Kakerlaken sehe. Okay. Sperr mich noch ein. Die Spinnensymbol! Meine Güte! So, was ist hier passiert? Da haben sich zwei Personen auf jeden Fall gestritten. Kannst du rausfallen? Nein. Du bist nur eine äußerst lange Schublade. Hä? Ah. Okay, aber das war dumm. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Ah, okay, soll nur an dir ziehen.
Ah, ich habe eine Idee. Knoten anbringen. Das ist einfach nochmal dasselbe, was ich schon mal gemacht habe bei dem Wasserrad. Kannst du den unteren Punkt auswählen? Ne, ich kann sonst mich hier... Hör doch auf, dich nach oben zu ziehen. So. So. Ich wollte gerade extra schön schnursparend alles mitnehmen und dann vergesse ich, dass ich hier außen rumgehen muss. Ach komm. Komm. Na gut, dann nehme ich das, mache ich halt so. Schnursparend, da geht's leider nicht mehr. 1 Million Kakerlaken da unten. Okay, wenigstens habe ich hier nochmal einen Checkpoint bekommen. So, und da haben wir's. Im Rabennest. Warte mal, 25 Minuten. Na, wahrscheinlich werden es sogar fast 30, weil ich noch das Buch angucken will. Spinne! So, dann kleben wir die Spinne hin. 3 Symbole noch, vielleicht. Oben 4, unten 5. 9 Level. Könnte gut sein. Haben wir es bald geschafft. Aber ich würde... Oder oben 4 und unten 4, dann noch 2 Level. Wie viel ist genug? Die Ritter stellten sich als Plünderer heraus. Ihre Versprechen waren leer und der Prozess war toxisch. Jetzt gehen unsere Kinder in den Süden und die Alten bleiben zurück, um die Wunden zu pflegen. Guwan Stengst after Ed. Irgendein Atommüllunfall. Also war es keine Metapher, sondern ist wirklich scheinbar passiert. Alles abgesperrt und tote Fische im Meer. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Unreveal. Hier hängt eine weitere Person im Bild. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Bitte nicht weinen. Und frohen Valentinstag natürlich. Ich habe meiner Freundin eine Klopapierrolle geschenkt. Nein, nicht eine Klopapierrolle. So ein Klopapierhalter. Also so ein gerade Metallstange, wo man Klopapier draufsteckt. Oh, guck mal, hier ist so ein neuer Raum. War der schon immer offen? Oh, da ist ein Piano. Und ich habe hier noch mehr geschenkt außer das. Also, keine Sorge. Ich bin nicht der schlimmste Freund der Welt. Aber das hat sie sich gewünscht. Noch dazu. Der Brief. Das ist wohl das nächste Level. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Unravel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Euer Zimmermann. Jan Jan. Ich würde gerne ein Video sehen, wie einer hier ein richtiges Lied spielt. Das wäre cool. Jan Jan.